Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Katzenrum mit Essig, Katzenzimmer mit Essig ausgewischt. Horrible mit diesen Katzentoiletten, alle neu gemacht und das Katzenstreu fliegt überall rum. Und nicht nur das, auch die Katzenhaare. Ich habe gesaugt wie ein Bläder. Aber sich, man muss ja echt jeden Tag saugen. Ich bin nicht für Katzen im Haus. Guck mal, wie das aussieht. Da oben bin ich gar nicht richtig nachgekommen, aber es geht. Ja, könnt ihr mal sehen. 4 mal 5 Kilo Sand. Ja. Hier auch. Hier habe ich es besser hinkriegt. Sieht schöner aus. Das Gesauge. Ja, es ist ein bisschen frisch. Kommt hier rein. Den Krebs haben sie schon kaputt gemacht zum Spielen. Da haben wir ein neues Möbelstück, wie ihr schon gesehen habt. Das ist natürlich kuscht von meinen Kindern und da oben noch von Beauty. Wer ist da hinten? Niemand. Dann kann man das an die Wand schieben. So, hier sind nämlich Katzenfutter. Zwei Paletten, das ist noch Hundefutter. Und da, ich habe fünf bestellt, eine ist noch übrig. Vier leere, die nehme ich auch mit raus. Na, gefällt es euch jetzt? Da waren überall Flecken und kruscht und Schrott. Ja. Jetzt sieht es besser aus. Was ist das schon wieder? Wieder ein Stück. Guck. Schmeißen wir da rein. Stück Haar. Ja. Ich beobachte Internet. Noch so eins wäre nicht schlecht. Aber für was eigentlich? Ich weiß nicht, welche Katzen ich zu Hause behalte. Hä? Ach, da bist du. Ja. Das ist die Frage. Es soll ja noch ein Katzenzimmer bleiben, aber nur mit zwei Katzen. Was würdet ihr vorschlagen? Also, die beiden sind, glaube ich, Geschwister. Die vertragen sich gut. Und wenn der Zucker kastriert ist, kann man ja die raus. Ich glaube nicht, dass der Leo, aber ich habe Angst, dass der kein Futter dort kriegt. Hier gucken wir halt nach ihm, ne? Bei so einer, ups, sorry, bei so einer Beute. Die Miezi muss sowieso wieder raus. Wir kriegen erst in einem Monat einen Termin, einen halben Monat. Am 1. und am 8. Juni. Am 1. nehme ich erst die Katzenmädels mit. Und am 8. der Fino und den Zucker. Ja, eigentlich will ich den Prinz hier drin lassen, aber es ist jetzt schon heiß, das Zimmer. Also ich weiß nicht, ob das ein tolles Sommerzimmer ist. Ich glaube, das ist besser draußen. Ah, bis jetzt beschwert er sich nicht. Der Zucker hat sich beschwert, der wollte raus. Der hat immer Miau, Miau, Miau gemacht. Ja, bevor das in der Sonne kaputt geht, benutze ich das hier. Das ist der Mausi, ihr Lieblings, war meine Unterwäschkommode aus Hurghada, Secondhand, abgekauft von einer gewissen komischen Dame, Subhanallah, Astaghfirullah, Mashallah, und haben wir hergebracht. Das war auch mal in der Küche, glaub. Oder haben wir es als Schuhschrank benutzt? Ich weiß es nicht mehr. Oder als Unterwäsche. Dann kam es zur Mausi ins Zimmer als Schminkschrank und was weiß ich, Abstellding. Und ach, die Miezi ist gewachsen. Ich hoffe aber nicht ihr Bauch, gell? Weil du immer abgehauen bist. Bist du gedeckt? Ich sag das. Ja gut, in 2 Wochen kann nicht viel passieren, wenn du jetzt gedeckt bist. Ja, so ist es. Es ist morgens um 8. Ich gehe jetzt duschen. Oh, trink schön. Ja, ich bin auch fertig. Ja, denen gefällt's ja. Ich mache nur Licht aus. Das müssen wir auch demnächst mal sortieren. Ah. Hier sind noch Klamotten vom Jonas drin, die müssen wir auch nach und nach rüberbringen. Ja, dann haben wir hier noch einen leeren Schrank, was weiß ich für was, für die Wintersachen. Frag mich nicht. Ja. Und du, Mausi? Miezi? Ja, meine Mausi. Ja, hoppipti. Ja, es riecht ein bisschen nach Apfelessig hier. Ich habe den Boden mit Apfelessig, auch wegen Ameisen, ne?
Ist jetzt nicht so der beste Geruch. Essig möge die, glaub nicht so, aber Entschuldigung, das wird verduften. Ich habe eine alte Decke von denen genommen, nass gemacht, eine Kuscheldecke. Und überall, wo so Flecken waren, Essig verteilt und das dann mit dem Bodenwischer abziehe, weißt du, so als Mop benutzt. Und dann war es okay. Vorher natürlich gesaugt wie eine Verrückte. Hör mal auf. Und die Katzen gehen immer hier hoch und spielen und reißen alles runter. Bevor ich irgendwas anfange, muss ich erstmal die ganzen Bücher. Ja. Na gut, die sind müde. Habt ihr zu viel gespielt heute Nacht? Ja. Wir werden sehen. Ich bin auch müde. Jetzt gehe ich erstmal duschen. Guck mal das an. Seht ihr das? Und dann vor allem die Klamotten voller Haare. Und ich habe meine, ich habe ja so eine antiallergische Histaminsaft für Kinder. Das hilft mir wirklich gut. Levohistamin heißt es. Da muss ich nicht irgendwie starke Medizin nehmen gegen Katzen, sondern einfach das Schlucken. So einen halben Schluck. Na? Jerome, Tom Jerome. Der ist auch so schüchtern. Seit ich alles gemacht habe, Medizin und so, sind die nimmer so lieb mit mir. Die vergessen das nicht, das ist halt das Problem. Ich muss mich immer jetzt mit Futter in Verbindung bringen. Und nur gute Sachen. Guck, ich bin eure Putzfrau. Hab das Klo gemacht. Du warst doch gerade, du hast ins leere Klo dein Würstle gesetzt. Ungepieselt. Und dann am Plastik gerieben. Dann hab ich schnell deins. Welches war denn das? Ich glaube, hier hast du es nein. Oder dahinter, keine Ahnung. Ah, schon wieder Würstle. Haben wir aber Hunger gehabt heute Nacht. Alhamdulillah. Die sehen gut aus. Wer das jetzt nicht sehen will, weggucken, wer frühstückt. Aber ich gucke mir immer gern, wie der Kot ist der Tiere. Das sollte man. Ist Durchfall, ist alles. Nee, so soll es sein. Guck so, die riecht noch. Habe ich Bakterien? Nein, mach zu. Alles gut. Stubenfrei. Stubenrein. Stubenfreie Katze. Sehr gut. Nicht zu viel. Es geht doch alles. Guck mal, das geht. Oh, stopp. Ich habe eine Decke hingemacht, damit man das nicht so im Zimmer rumnimmt. Die schöne Decke ist jetzt. Aber Leute, die wasche ich wieder und benutze die wieder. Don't worry. Ich benutze es nicht. Es war jetzt nur gerade die da, wo ich nehmen konnte. Was ist das? Wer sind Sie? Da ist doch noch Nassfutter ein bisschen. Geh und friss. Jalla. Prinz. Hey, Prinz. Psst, psst, der träumt. Ja, dich meine ich. Jetzt fängt's an. Alhamdulillah. Meine Allergie. Also bis später, Peter. Boah. Rusty, Rocky, Rocky, hey, pss, pss. Ja, Rocky, du hast auch so schöne Elfenohren, der ist riesig, guck mal, nimm mal lang, dann ist er so groß wie Prince. Und da hinten die süße Daisy, oh, Daisy. Und jetzt hört er mich wieder. Der Esel. Ja, fein. Und wer ist da? Die Mietzi. Immer noch. Maschi. Tom Jerome. Akku 15%. Gut. Tom Jerome. Hey, komm. Komm, Habibi. Nein. Komm, I love you. Sweetheart. Der ist so schüchtern. Der war schon als Baby schüchtern. Und jetzt, wo ich ihn zweimal gepikst habe, kann er mir das nicht vergessen. Und du, Mietzi, du vergisst alles. Ich habe dich richtig behandelt, gell? Mit 1000 Spritzen und das. Aber die dankt's mir. Gell, Mietzi? Könnt ihr euch noch erinnern, wie das rauskam? Oh, die Arme. Ihr Darm war völlig... Mit der Hilfe von der deutschen Tierärztin... Haben wir sie hinkriegt. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Barakallahu fika. Für sie. Fiha oder Fika, ich weiß es nicht.
Ihr wisst schon, gell? Und du, Hamdullah, warst du noch nicht krank, Masha'Allah. Ja, die Haare gehen raus bei der Hitze. Bei dir nicht. Bei ihr ein bisschen. Ich hab da ein bisschen rumgekämmt und geschnitten und gezupft. Geh? Rocky. Prinzi. Furby Daisy. Ja. Also, ich muss auch mal irgendwann Pause machen hier. Das läuft jetzt schon seit bestimmt 2 Wochen durch, ohne Pause. Irgendwann macht es bumm und fällt auf die runter. Ja. Am Anfang haben die Augen Entzündungen bekommen. Ganz am Anfang. Besonders er. Gell? Hey. Dich meine ich, genau. Aber jetzt habt ihr euch dran gewöhnt, gell, an den Venti. Na gut. Ich gehe jetzt duschen, weil mein ganzer Körper juckt. Ich bin schmutzig, guck. Ja, Habibi, schau mal überall. Sag mal, Mizi. Überall Flecken hier und Kruscht und Dreck und meine Haare. Die Haare kleben auf der Haut. Also, ich fühle mich gerade nicht so gut. Ja, Habibti. Ui, ei, ei, ei. Und jetzt noch ein paar Kratzer, die jucken super mit deinen Krallen. Zeig mal, hast du Babys drin? Ich sag, das wehe von diesem Albert. Ja, das sind noch kleine Kuschelecken, aber das machen die eh nicht. Die wollen auf den kalten Fliesen liegen. Ja, ich denke mir, wir tun den Gefrierer nicht mehr hier rein. Wir haben ja viel zu blöd. Die Steckdose ist kaputt gegangen, nicht die Gefriertruhe. Das hat so Explosion gemacht. Das war die Steckdose. Naja, gut, immerhin so eine Gefriertruhe wäre gerade viel zu teuer. Wenn, dann hätten wir sie repariert. Gehst du schon wieder aufs Klo? Sag mal, die kontrolliert die Putzerei. Ja, da hinten habe ich auch geputzt. Das gibt's doch nicht. Das Mädle. Naja, gut. Okay, meine Lieben. Genug der Katzen. Ihr habt mal die Katzen vermisst. Dachte ich mir, zeige ich euch. Dann kann ich gleich mal putzen. Es ist jeden Tag eine Tüte voll mit dem Kruscht. Jetzt sagt mir nicht, ich brauche noch eine Toilette. 4 Toiletten bei 2, 4, okay, 6 Katzen. Ist ein bisschen viel, aber was willst du machen? Also die Toiletten zu wenig. Aber deswegen tun wir auch jeden Tag oder alle 2 Tage ausmisten oder Katzentoilette säubern. Nimmer lang. Das ist nur kurzfristig, diese hohe Anzahl, wegen den Mädchen, dass sie nicht schon geschwängert werden vom Zucker. Und da die Miezi abhaut, habe ich mich entschieden, Zucker raus, Mädchen rein. Dann sind es halt 6 hier drin. So viel wollte ich gar nicht. Aber du gehst immer zu der Type. Was ich? Ja. Ich bin schon schwanger, kann ich nichts mehr machen. Wehe. Das würde der Tierarzt schon austreiben. Sag das. Wer ist das? Das sind die Schafe. Die hören meine Stimme, ich soll jetzt kommen. Hanoi, ich kann nicht, ich bin fix und alle. Es ist bestimmt schon wieder 35 Grad draußen. Ja. Erstmal meinen Allergiesaft trinken. Ne, erstmal duschen, dann Allergiesaft trinken. Und dann abkühlen unterm Venti. Ja, die zwei spielen auch schön. Ich weiß nicht. Ach ja, Prinz muss aber auch hier drin bleiben. Dann kommen halt nur Daisy und Ding raus. Dann haben wir halt wieder 4 nur drin. Ist auch viel, 4. Prinz, du kommst bestimmt wieder raus, weil du kennst es ja. Da ist auch Wind manchmal, ne? Was hier nicht so. Aber die sind es gewohnt jetzt. Aha, Rocky. Der Explorer, der muss gucken, was da los ist. Die Dosen kriegt ihr nicht auf. Und komme nicht auf die Idee, die runterzuwerfen. Triffst du noch eine Katz auf den Kopf? Riecht es gut.
Ist schon ein toller Kater, Mascha Allah. Okay. Guck mal, die Daisy. Habibti. Okay, jetzt aber genug der Katzen. Na, was sagt ihr? Haben die sich gut entwickelt? Sagt mal die Wahrheit. Wie findet ihr's? Bitte schreibt nicht, das sind zu viele Katzen im Zimmer. Wir haben gerade keine andere Wahl. Ich weiß. Aber wir schauen mal. Und den Tom Jerome, den kann ich nicht raus. Der ist zu sensibel. Der kann sich da nicht durchsetzen. Gell? Ja, du musst drin bleiben. Ich weiß. Eigentlich auch die... Sag mal, mir fällt der Name nicht ein. Sherry von der Sherry Street. Und unser Rocky Stallone. Da bleiben die drei nur drin und fertig. Und die alle anderen raus. Dass die drei hier für immer und ewig. Wenn die hier mal ein, zwei Jahre drin sind, dann hauen die, glaub, draußen auch nicht ab und wollen nicht raus. So wie die Diva. Oder der Furzel, ne, der Fino. Der geht auch nicht raus aus unserem Bereich. Der beschützt. Aber bei Katzen weiß ich es nicht. Ja, die fangen auch Fliegen. Da draußen, habe ich extra einen Gecko reingelassen, dass der mal ein paar Viecher fängt. Ja, manche, wenn die das hören, ich lasse die Geckos rein. Meine Freundin, die ist fix und alle. Wenn die ein Gecko sieht, die schreit, die zittert, die fällt auf den Boden, die ist fix und alle. Da muss der Mann kommen. Also echt sensibel. Ja, die geht, war gestern beim Zahnarzt, zwei Zähne ziehen oder ein, zwei, weiß es nicht. Ihre Schwester hat eine, an der Schilddrüse, eine Schwellung. Das muss rausoperiert werden. Ja, die Schwester mit den Zwillingen in Kairo. Jo, immer, jeder hat irgendwas. Ja, und die Tante von meinem Mann, der geht's besser, die ist aber trotzdem noch auf der Intensivstation und bekommt Sauerstoff. Wenn das rum ist, darf sie heim. Von der Intensivstation gleich heim. Ja gut, ist vielleicht am besten für alle, weil Intensivstation darf keiner da rein. Die müssen nur Essen besorgen. Ja, und immer einer, der auf sie aufpasst, das ist halt auch stressig, immer hin und her fahren. So, meine Lieben, jetzt muss ich echt aufhören, meine Nase rinnt. Bis später, mal sehen, was heute wieder gibt bei uns im Stall. Oder in der Family. Ja. Ach so, das Handy von Nafisi schicke ich zurück. Amazon. Das ist defekt, bleibt immer stehen. Ich habe gesagt, das ist nichts. Mal sehen, die haben es zurückgenommen. Aber weißt du, nach einem Tag schon Kratzer drauf auf dem Display. Das ist mir jetzt peinlich. Ja, fangen die Fliege. Die haben genug zu tun. Fliegen fangen, Toiletten. Ja, so ist es nach einem Tag schon so leichte Kratzer vom Putzen. Die hat irgendwas benutzt, was da das Display verkratzt hat. Ich denke mal, ihr seid wirklich gespannt, ob Amazon das zurücknimmt. Ich auch. Aber we are in Egypt. Everything is possible. Ihr habt geschrieben, das bleibt stehen. Das ist nichts für uns. Und ich kaufe dann ein Handy mit 3000 Pfund. Ich muss ein bisschen drauflegen. Ja, was will ich machen? Nochmal das Doppelte drauf. Oder das gleiche nochmal. Weil das waren nur 1500. Dann gucke ich halt nach einem anderen. Bisschen besser. Aber hey, ich sage, ja, spielt. Die will nicht. Lass mir mal roh. Wäh, Type. Richtig, Daisy. Bist viel zu hübsch. Wo gehst du denn jetzt noch? Was ist? Fliege. Ja. Na gut, also jetzt wirklich. Ciao. So, komm gerade vom Live-Video bei Ägypten-Vlog-Familie. Nicht verpassen. Jetzt geht's weiter. Guck mal. Das ist eine Che. Die deutsche Amnil. Und das ganze Gebüsch um mich rum. Da haben wir heute einen Witz gemacht. Da hängt die Bounty. Die Beauty, Bounty.
Das wär's. Der Beauty geht's gut. Nein, das hängt schon ein paar Jahre da. Ja, Fini. Ich komm. Ich will mal gucken, ich war heute noch gar nicht im Stall. Heute war mein Mann. Mein Mann hatte Schicht. Kommst du? Oh, wer ist denn da so kleine Mausi? Na komm, komm. Diva, komm. Diva, komm. Komm, Diva. Die traut sich nicht. Nein, Rosie. Dann musst du... Hey, Jafar. Hallo, Divi. Kommen Sie. Kommen Sie. Ja, ja, fein. Die brauchen immer extra. Die traut sich nicht allein raus. Wer ist denn da oben? Hä? Oh, die Pixie. Der Bumbi. Das ist da. Bist du oben beim Baby? Miau. So. Hallöchen. Alles okaychen. Warte, ich komm. Nein. Weg. Ach Gott, habe ich mich erschrocken. Dich habe ich ja ganz vergessen. Das gibt's dann. Zeig mal, wie viele Eier hast du noch? Der Vater hat dich heute... Was ist denn das? Hast du gekackelt? Es sind noch 5. Okay, hock die wieder noch. Hier ist auch noch alles gut. Heide Bimbam. Ja. Das ist gerade... Habt ihr gesehen, wie ich mich... Ich dachte gerade, wer liegt da? Was ist das für Futter? Ja, jetzt können wir auch ausmachen, der Lade. Jetzt ist Schicht im Schacht. Komm. Heide Bimbam. Ja, ich sehe schon, du bist wieder verheddert. Weh, weh. Oh, hast du eine Sauerei gemacht? Guck mal, wie die sich verheddert. Der, nicht die. Heide, nein. Oh, Herr Baby, oh, du Kleid. Sag mal, spinnst du? Sei lieb. Sag mal. Boah, jetzt gibt's auf der Popo. Nein. Das darf man nicht. Ich bin lieb zu dir. Das war nur ein Klaps, Leute. Ich schlag ja keine Tiere. Gell? Kleiner, muss man ein bisschen. Okay, ich mach mal kurz auf. Oh, hast du Durst, du armes Mäuschen. Ja. Na? Hier sieht's aus wie Kraut und Rüben, gell? Aber da ist das Futter. Ja. Hundefutter, Katzenfutter. Kann jeder nehmen, wie er will. Ja. Na gut, dann gehen wir weiter. Hallo, Pixie. Hey, Baby. Du kleiner Furzkanone. Gucken wir da. Heute war Wetterle, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle 6 noch da. Super. Jetzt hier gucken. Ja, ihr kleinen Mäuse. Guck mal, die Diva. Nur ganz kurz immer Eier zählen. Frisches Wasser habt ihr. Super. Super. Habt ihr ein paar Eier gelegt? 1. Sag mal. Nicht fleißig. Gar nicht. So. Hatte man das nicht repariert? Nee. Naja, gut. Alles, upsala. Zählen wir mal deine Eier. Wie viel hast du noch? Ich denke einmal, hier sind Mäuse, gell? Aua, mein Kopf. Komm, zeig. 2, 4, 6, 7. Hä? Waren das nicht mehr? Also Leute, es werden immer weniger. Ja, geh wieder drauf. 7 Eier. Für was hocket die eigentlich? Für 7 Eier? Das ist doch ein Witz. Dann kommt ein Küken raus, weißt du? Die dümmsten Bauern der Welt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Überall Glotze, was los ist. Was ist denn das für eine Tüte Zeug? Hallöchen. Wo ist dein Baby? Oh, guck mal.
Na komm raus. Na kommt. Hallo. Du, wo, guckst du nicht nach deinem Baby? Na komm. Na komm. Wer ist das? Ist ein anderes Lamm. Frieda. Hat die große Beine, lange Beine. Sieht aus. Ist das niedlich, ihr zwei? Ja, spielen. Oh. Die Mutter ruft schon. Ich komm, ich komm. Die hört aufs Wort, wenn das meine Kinder mal machen würden. Guck, das ist aber auch eine super Mutter. Mahmut hat gesagt, die lässt das Baby nicht aus den Augen. Immer neben dem Baby, egal wo das Baby ist. Deswegen habe ich mich jetzt gewundert, dass sie rauskommt. Aber die Beine sind krass, voll lang hinten, ne? Ja gut, wird halt ein großes Schaf. Die Mutter hat nicht so lange Beine. Sieht für mich zumindest so aus. Ja, jetzt gucken wir mal nach. Und du, Gobi, ich soll dich heute einen Knutschi geben, komm. So, der will nicht geküsst werden, siehst du? Forget it. Hallöchen, Puppchen. Hi, Fausel. Ist alles okay? Oh, das sieht aus hier. Da muss man gleich was machen. Hallöchen. Ist alles noch fit? Ja, alle fit. Aber vergraben sind sie. Ja! Oh, mein Rücken. Tut dir schön essen, na gut. Okay. Also das finde ich jetzt wirklich herzallerliebst. Der Fino. Mit der Frieda. Ja, wir haben kurz vor Fastenbrechen. Ich wollte noch mal gucken hier, ob alles gut ist. Gell, Divi? Du und dein Habibi. Habibti. You're fine. Weil die Hedi mag nicht, dass der Fino zu seinem, zum Baby geht. Zur Frieda. Warum nicht? Der macht nichts, Hedi. Das ist ein Liebi, gell? Du bist ein Liebi. Ja. Fein. Ja. Dein Krummzahn hier gefällt mir besonders gut. Ja. Hast du schöne Augen. Maschallah, maschallah. Ja. Wer ist auf der Schaukel? Da quietscht's. Wer quietscht hier? Ah, Fausi, hast du die Diva gekrault und die hat gefiepst. Hast sie gezogen? Die findet immer irgendwas, die kleine Maus. Ja, was hast du denn gefunden? Na gut, dann gehen wir wieder. Gobi, geht's gut? Guck mal, der wird immer größer. Ein Bulle. Na, die Schafkröten. Das ist der Vater. Der guckt ganz stolz zum Kind. Und ein... Ich guck nochmal, vielleicht liegt da noch ein Lamm rum. Das wär's, oder? Bismillah. Nee. Die ist einfach fett. Was ist ein Gobi? Ja, was? Der Ding gibt ihm immer Küssle. Der Fino gibt dem Gobi immer Küsschen. Ja. Erste Nacht habe ich Angst gehabt, ob nicht ein Fuchs kommt oder so, aber die Mutter passt ja auf. Gell? Guck mal, wie die guckt, die Frieda. Ich darf nicht spielen, hat Mama gesagt. Darf ich spielen, Mama? Bitte. Nein, geh trinken. Na gut. Los, du musst wachsen. Ich habe aber keinen Hunger. Na gut, wenn es sein muss. Los, trink. Muss das sein? Ja. Ich will aber spielen. Guck mal.
Mit denen sind Hunde. Wir sind Schafe. Na und? Wir sind alle Tiere. Trink und halt die Klappe. Ich will nicht, Mama. Dann schlaf. Gell, Fino? Mama, ich will spielen. Guck mal, Fino, du darfst bald spielen. Die Hedy beruhigt sich auch wieder. Wie süß sie dich anguckt. Du kleine Hedy-Mausi. Ja, mit der spielst du auch nicht, das ist ein Mensch. Weg. Doch, mit mir spielst du. Wart's ab, warte ab. Ist die goldig mit dem Schwarzen? Hast du rote Augen? Nee. Blaue. Ist das niedlich. Okay, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich lasse jetzt hier offen. Bis die Tage, Marcelema. Boy, boy.